Was geht YouTube? Recht herzlich willkommen zum nächsten No-Hit-Run-Video. Wir haben jetzt so langsam die Fabrik hinter uns gelassen und können uns dem nächsten Mini-Boss-Fight nähern. Doch zuvor solltet ihr schön gründlich, wie ich das hier getan habe, diesen Raum noch looten. Und dann kann ich euch den Matchplan verraten. Ja? Denn wir brauchen auf jeden Fall die Sniper mit mindestens 8-9 Schuss, sag ich mal. Wir brauchen auf jeden Fall 5 Rohrbomben und den Granatwerfer mit 3 bis 5 Explosivgranaten und dann ist das Ganze hier eigentlich relativ einfach. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Ausdauer für den Fight. Der zieht sich so ein bisschen in die Länge, ist so ein bisschen zäh. Aber ich zeige euch, wie das am einfachsten funktioniert, hier unbeschadet davon zu kommen. So, erstmal hier. Okay, das wird nix. Wir müssen in allererster Instanz sowieso erstmal diese ganzen Mauern hier wegbekommen. Das heißt, wir locken ihn immer hier hin. Er baitet mich wieder. Wir locken ihn immer in die Mauern rein und machen die erstmal alle weg. Das ist erstmal wichtig. Das Problem ist, dass ich gerade nicht höre, wann er losfährt. Da müsste man eigentlich nur den Geräuschen lauschen. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwer für mich. Deswegen werde ich da ab und zu mal die Lauscher spitzen müssen. Okay, immer einmal in die Ecke jetzt. Dann mal die kleine Wand hier noch weg. Das dauert jetzt halt leider einen Moment, ne? Deswegen meinte ich halt, dass das ein bisschen zäh ist, hier den ganzen Bossfight erstmal vorzubereiten, wenn man so will, ja? So, die Wand ist auch kaputt, sehr gut. Jetzt könnten wir hier die Wand direkt kaputt machen. So, das ist nämlich auch eine sehr, sehr wichtige Wand. Die muss auf jeden Fall kaputt, weil wir da sonst schnell nachher Probleme kriegen, wenn seine Feuerangriffe kommen. So, weiter geht's, Herr Kollege. Die Wand steht noch im Weg. Wir nähern uns aber einer schönen großen Bossfight-Area. Das ist nämlich das Ziel des Ganzen. So, sehr gut. Dann bitte einmal noch hier reinfahren. So, ja, ich glaube, allzu viel dürfte es jetzt eigentlich nicht mehr sein. Oh, jetzt hat er einen Turbo eingelegt. Aufpassen. Hier nochmal die Wand und dann sollte es eigentlich. Ah ne, genau, die brauchen wir noch und dann haben wir es. So, wir locken ihn jetzt in diese Ecke hier. Ganz wichtig. Und dann können wir nämlich diese Mauer auch noch zu guter Letzt zerstören. Sehr gut, und dann hätten wir es eigentlich. Ich glaube, jetzt sieht es gut aus. Die Mauern sind soweit alle weg. Wir haben die wichtigen Eingänge hier und da hinten eben aufgemacht, weil sonst, wenn nur dieser eine Eingang immer auf ist, wie zum Beispiel hier und von der Seite, dann haben wir da nämlich dann eine Sackgasse und da können wir extrem schnell Probleme kriegen, wenn der gleich seine Feuerattacken startet. So, jetzt geht es aber langsam los. Wir setzen den zweiten Schuss. Es müssten genau 8 Schüsse sein, die ihr mit der Sniper braucht, die ihr da in den Reaktorkern landen müsst. Nummer 3. Vorausgesetzt, ihr habt natürlich, wie ich hier, eine Feuerkraft von Stufe 3, 850. Dann sind das genau 8 Shots. 3 haben wir jetzt. So. Das ist Nummer 4. Weil wir müssen dann schnell von der Sniper auf die Rohrbomben wechseln. Das ist quasi dann der nächste Step. Nummer 5. Deswegen habt ihr auf jeden Fall auch auf der Schnellauswahl. Dann seid ihr da gut vorbereitet. Nummer 6. Oh, er muss aber auch jedes Mal baiten, die Sau, ne? Nummer 7. Einer noch und dann wirklich schnell den Wechsel auf die Rohrbomben.
So, let's go. Wechsel auf. Oh, kacke, das war doch zu früh. Nee, doch nicht. So kam die Animation so spät. Jedenfalls ist ganz wichtig, sobald er in diesen Feuermodus, sage ich jetzt mal, geht, direkt die Rohrbomben auswählen. 5 Stück drauf und jetzt nur noch so lange mit dem Granatwerfer drauf, bis er hinüber ist. Aufpassen, der ist jetzt mega ultra aggressiv. Und passt natürlich auch auf das Feuer auf, deswegen haben wir die ganzen Mauern weggemacht. So, der braucht doch ein bisschen mehr. So, das war's dann aber jetzt. Sehr gut. Ist nie wieder. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht nachgezählt, wie viele Granaten ich gebraucht habe. Aber was habe ich da? 3 bis 5? Dann waren es eher so 5, ne? Haben wir dann doch schon gebraucht. Aber ihr konntet es ja jetzt sehr gut sehen, anhand des Bossfights, wie viel man da wirklich braucht. 8-mal mit der Sniper auf jeden Fall den Reaktorkern, nachdem ich die ganzen Mauern erstmal beseitigt habe. Dann ganz schnell die 5 Rohrbomben auf ihn drauf, sobald er in diesen Feuermodus geht. Und dann zu guter Letzt nochmal roundabout 5 Explosivgranaten. Volle Kanne in ihn rein, aber seid da nicht zu greedy, weil wenn er in der Feuerphase ist, ist er mega aggressiv, dann rennt er hier rum, wie nicht ganz klar, und riskiert dann nicht gehittet zu werden, geht dann lieber auf Abstand, mal 1, 2 Granaten rein, dann wieder weg, oder geht hier so, nehmt euch hier die Deckung und dann könnt ihr hier mal so ein bisschen aus der Deckung schießen, und dann ist das ansonsten aber, wie ihr gesehen habt, kein großes Problem. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Videos und ich würde mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal. Nineborn, Ende.